Eine mobile Herz-Lungen-Maschine ist jetzt als Pilotprojekt in der Region Reutlingen-Tübingen im Einsatz. Das Ganze ist eine Kooperation der Kreiskliniken Reutlingen, des Universitätsklinikums Tübingen und des Deutschen Roten Kreuz und könnte wegweisend für die gesamte deutsche Rettungsmedizin werden. Viele Patienten, die am Ort eines Unfalls oder medizinischen Notfalls wiederbelebt werden, können nicht stabilisiert werden. Deshalb sterben sie noch vor Ort oder auf dem Weg in die Klinik. Dem soll die mobile Herz-Lungen-Maschine entgegenwirken. In der Notfallmedizin gehört die mobile Herz-Lungen-Maschine noch nicht zur alltäglichen Routine. Sie ist nur in wenigen Regionen in Deutschland und sogar weltweit verfügbar.